Alles klar, Freunde, nachdem wir Arctos uns gefangen haben, geht es nun weiter. Wir verlassen die Seeschauminseln, machen uns dann auf den Weg zur 8. Arena, Freunde. Wir sind schon auf der 8. Arena, geil. Oder auf dem Weg da natürlich. Bide, darf ich hier raus? Danke, ciao. Und zwar laufen wir ganz hoch, denn ich würde gerne vom hinteren Eingang, Ausgang, schrecklich Eingang, Ausgang. Hey, Arctos sieht so... Arctos? Arctos! Arctos sieht so geil aus. Rausgehen, genau, wird mal abchecken, was die da draußen noch macht. Da war ja noch jemand. Guck mal, wie geil Arctos aussieht, bitte. Ey. Unglaublich. Unbelievable! Beanie. Sieht so geil aus. So, jetzt genau von hier wollte ich raus. Mal schauen, was die Lady sagt. Oder was sie da macht. Kann auch sein, dass sie vielleicht unsere Pokémon heilt. Hallo. Hallo, ich bin eine Reise. Olle! Ja, die hat uns geheilt. Genau, Freunde. So viel zu den Seeschauminseln. Wie gesagt, da würde ich sagen, fliegen wir mal direkt rüber. Zur 8. Arena, Freunde. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und da will ich sofort hin. Ups. Denn da wollen wir Nasen brechen in der 8. Arena. Aber auf jeden Fall, das sage ich euch. Ja, aber... Olle! Was? Eskalation, ne? Okay, ich bin dabei, Pikachu. Und zwar... Fliegen Sie bitte mal per Express rüber. Genau das. Vatania City. Let's go. War das die richtige Stadt? Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, ob es die richtige Stadt ist jetzt. Aber ist sie. Unsere Pokémon sind geheilt richtig, aber Arctos nehme ich nicht ins Team. So geil Arctos auch ist. Wir haben natürlich einen anderen. Oh je, wen haben wir jetzt rausgetan? Haben wir Sandam oder Knogger? Ich glaube, Knogger haben wir rausgetan, oder? Knoggerinho, wo bist du schon wieder? Ich heil nicht. Oh Mann. Wo ist Knogger? Da? Ne, da. Der da ist es. Ja, yeah, genau das. Dem hier Team hinzufügen. Arctos war schön. Bis dann, wir sehen uns. Lol, Knogger ist paralyzed. Paralyzed. Einmal bitte heilen, danke, ciao. Ja. Oh, Freunde, riecht ihr das? Es riecht nach Sieg. Es riecht nach Siegesstraße. Oh ja. Oh ja. Genau das. Danach geht's zur Siegesstraße und zack. Oh. Junge, Totok und Bisaflor werden die richtig eskalieren in der Arena. Ich sag's euch. Denn. Wisst ihr eigentlich, wer der 8. Arena-Leiter ist? Hä? Ah. Asni. Ah, sag mir. Sag mir, Asni. Oder willst du hier kämpfen? War es immer noch verschlossen? Sesam, öffne dich, lol. Wie denn? Hä? Hey, Asni, mach weiter. 7, du Vollidiot, du. Der alte Mann da, frag dir mal. Hey, du da! ARF, du weißt von gar nichts. Pikachu, sag mal was dazu. Olle! Ja, dann lass du Professor Eichanski. Wo, normalerweise müsste der Penner schon hier sein. Lol, okay, das ist neu. Eich, jetzt sag mal. Sag mir. Ihr wirkt beide so viel erwachsen als bei unserem letzten Treffen und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lasst euch jemanden vorstellen. Das ist Gerrit, das hier ist mein Enkel. Hm, wie war noch gleich sein Name? HDF, bitte. Es lag mir auf der Zunge. Blau, also kann ich die beiden schon längst. Lol, okay. Nicht mal ein kleines Späßchen darf man sich erlauben. Tun deine Späßchen. Aber lassen wir das. Viel wichtiger ist, ihr beiden habt da eine echt reife Leistung abgeliefert. Asni. Na, die Sache mit Team Rocket. Wer hätte gedacht, dass der Boss sich höchstpersönlich in der Sith Company rumtreiben würde? Und ihr beide habt ihn zur Strecke gebracht.
Okay. Ja, das war ich. Ah, Reingang, also nie als ich aber ja, Belohnung für euch zeigen. Du hältst einen Schlüsselstein vom Blau. Oh, oh, ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einem Pokémon in die sogenannte Mega-Entwicklung! Bitte! Eine Mega-Entwicklung, das habe ich ja noch nie gehört. Mit Hilfe von zwei bestimmten Steinen, einem Schlüsselstein und einem Megastein kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung vollführen. Pokémon werden stärker, um mit noch mehr Einsatz für ihre Trainer kämpfen zu können. Die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der tiefen Bindung zwischen Trainer und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlagen zwei Herzen im Takt, die so reine, gepaart mit dem Zauber beiderlei Steine. So wird mit was Getöse in aller ihrer Macht die Kraft der Mega-Entwicklung entfacht. Okay. Genau. Hier habe ich noch was für euch. Ihr könnt doch sicher was mit dem Megaschein anfangen. Du hättest wie so. Einfach free to play her damit! Ja, jetzt ist. Ja, jetzt ist. Wo sind die Steine? Ich kann den Pokémon da keine Items geben. Hier ist Schlüsselstein. Bisaphonit. Bewegen. Wohin bewegen? Idee. Ich glaube, ich kann ihn einfach aktivieren dann. Im Kampf. Sag mir, wie geht das? Weil normalerweise war das so, ihr müsstet diesen Stein eurem Pokémon zum Tragen geben. Ja, jetzt. Asni, was sagst du, du Penner? Oh, weia, ja, ja, oh, weia. Oh mein Gott, wir kriegen vor der 8. Arena einen Megastein. Genau das. Oh, Pika Mau. Was ist los? Pika. Hä? Bide? Oh, Pikachu. Interessiert dich, was ich hier mache? Ich pflücke Blumen. Später werde ich es zu einem hübschen Strauß binden und einen Menschen schenken, der mir sehr wichtig ist. Okay. Da ist für dich, ja, mache ich. Ist sie da? Ja, auf einmal ist sie da, ne? Einfach so. Und du weißt Bescheid, oder wie? Pikachu, was mit dir? Aber ey, der hat ganz andere Sorgen. Pikachu hat ganz andere Sorgen. Pikachu. Olle. Oh, sweetie line, aber wir haben keine Zeit zu spielen. Na los, ab mit dir. Puh, aggressiv, okay. Dann, ja, ich geh schon hin, keine Sorge. Oh mein Gott, lass er ja aggressiv, du, das sage ich dir. Jetzt bin ich echt gespannt. Olle. Jetzt ist aber. Schaut der, Freunde. Du hast nichts zu sagen, weil du das. Kann nicht einmal ich, aber eins heißt. Lol, okay. Boden-Pokémon, ja, ich dab den. Was hab ich? Brech dem sowas von die Nase. Olere, orele, gandale. Einmal kämpfen, bitte, danke, schau. Mega Entwicklung is coming. Richard Gen, deine Fresse. Oh, der hat Nidoking. Okay, Nidoking ist viel zu klein. Was soll das? Turok ist auch klein. Wie denn? Warte mal, wie tue ich jetzt meine Pokémon Mega? Schaut, erzähl, klickt auf Mega Entwicklung. Dazu sich das Pokémon Mega entwickeln und danach die Attacke einsetzen. Dann sein Aussehen ändert sich, bei manchen ändert sich der Wesen, die Stats ändern sich bei manchen und. Seid ihr bereit? Ich bin bereit! Totok! Zack, zack, Mega Entwicklung!
Hab mal die Fresse! Was? Aber ihr könnt nur eine Mega-Entwicklung pro Kampf einsetzen. Was? Unglaublich. Diktri, oh mein Gott, jetzt schaut mal her, Freunde. Jetzt schaut mal her. Mega Entwicklung. Go! Oh, le. Super Saiyan Rosé Bisaflor. Genau das. Erdbeben. Bidi. Bidi. Komm her damit. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gespannt, wie es bei Glurak ist im nächsten Kampf. Eigentlich sollte man sich aussuchen können bei Glurak. Ob man Y zu Glurak Y wird oder X. Unterschied: Glurak X wird zu Feuerdrache, Freunde. Feuerdrache ist aber auf Angriff basierend, also auf Angriff ausgelegt. Und Y ist weiterhin auf Spezialangriff. Aber Glurak Y sieht auch geil aus. Frage an euch: Welche Mega-Entwicklung mögt ihr mehr? Glurak X oder Glurak Y? Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Glurak Y fand ich richtig cool, so vom Aussehen. Ich finde, das ist so eine richtig. Also, ich finde die Mega-Entwicklung von Glurak Y passt richtig zu Glurak. Es könnte auch eine Weiterentwicklung von Glurak gewesen sein. Aber Glurak X! Oh Lord, der wird einfach zu Feuerdrache. Und der wird schwarz einfach. Mit blauen Flammen. Oh, es sind ich könnte da keinen Unterschied nennen. Es sind beide zu krank, finde ich. Wisst ihr, ich hab's immer so gestellt, als ich XY gezockt habe. Glurak Y war für mich so die gute Weiterentwicklung, okay? Und Glurak X war für mich Majin Glurak, um es einfach zu sagen. Es war für mich Majin Glurak. Einfach böse geworden. Ah, jetzt habe ich vergessen, Glurak rein. Ah, nee, ich kann ihn wechseln, okay. Wie viele Pokémon hast du? Zwei, okay. Hendrik. Domteur Hendrik. Nido Reyno. Hallo, ich bin klein. Hallo, hat mal die Fresse. Zack. Lisa. Lol. Aua, le Gift! Aua, aua, aua! Alla. Pika Mau Level 56 einfach. Genau das. Rihorn. Egal, wir wechseln. Weißt du warum? Weil wir werden jetzt erstmal zu Glurak X, dann werden wir Feuerdrache. Ah, dann kriegen wir nicht vielfach Schwäche gegen Gestein. Ah! Seid ihr bereit, Freunde? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil haben die das gemacht. Glurak! Mega Entwicklung X! Oh. BD! Brutal aussieht. Aber mein Glück ist auf Spezialangriff basiert. Oder? Wie ist es vom Wesen? Ich habe halt nur fast Spezialangriffe. Nicht schlimm, nicht schlimm. Bei allem Respekt, nicht schlimm. Gibst du meinen Drachenklaue, wirst du Glurak X und GG oder Wutanfall. Wobei, Wutanfall muss man ihn, glaube ich, vererben. Ja, Spezialangriff. Okay, wir haben auch... Oh gut, wir haben unser Angriff nicht gesenkt. Das passt. Wir können auch zu X gehen, je nach Gegner. Und eine Entwicklung haben wir noch bei Glurak. Bei Y. Da packen wir dann nochmal die Szene aus.
Ja, bei Digimon kommt Digimon-Musik, wenn sich Digimon digitiert. Bei mir kommt die Osere-Musik. Ihr kennt die Mega-Musik, ne? Oh, Henrike, du hast nur ein Pokémon leider und das ist eine Nidoqueen. Egal, The Bates, wir wechseln mal aus. Wir wechseln einfach mal aus, wenn wir Glurak Y sehen. Oder euch zeigen. Let's go, Glurak, komm rein. Glurak Y ist auch richtig geil. Ha, morgen Erdbeben. Glurak! Zurück! Falls ihr euch gefragt habt, warum habe ich meine Uhr immer andersrum? Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Warum habe ich meine Uhr immer andersrum? Ja, wegen der Mega-Entwicklung, Freunde. Feuersturm. Leck, leck, leck. Idee. Ja, genau. Ab hier machen wir weiter. Feuersturm. Bam. Raus mit dir. Au. So geil, die Mega-Entwicklung. Glurak Y sieht brutal aus, finde ich. Der sieht schon geil aus. Kennt ihr, also es kam ein Special-Anime raus zu Pokémon Rot, zur Rot-Edition oder zu Trainer Rot. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das anzuschauen. Das haben die nämlich richtig geil gemacht. Das haben die echt geil gemacht. Und da kam, ja, ich spoilere mal nicht. Schaut es euch auf jeden Fall an. The Origin. Pokémon Origin heißt das. Das waren ein paar Folgen, 4, 5 Folgen oder so. Haben sie richtig schön gemacht. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Okay, andere Sache. Wo gehen wir jetzt weiter? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Aha. Bitte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ey, was mache ich? Bitte. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gar nicht aufgepasst gerade. GG. Oh, mir ist schon ganz schwindelig, ey. Oh, la. Mir ist schon ganz schwindelig, ey. Ah, was du noch machen musst, ganz kurz. Tun Totok. Genau. So, hier waren wir nicht. Au. Au. Ey, zwei Noobs. Kommt her. Kommt her. Jörg. Komm du nur her, Jörg. Komm du nur her, Jörg. Miau. Sandama! Pikachu will's anfeuern. Keine Zeit dafür, Pikachu. Keine Zeit. Heute geschlossen. Miau. Totok, wo hast du denn hingezielt? Ja, Marboy. Marboy, Totok. Ey, 55 und erlernst du die Drohne? Heute geschlossen. Komm, Tür, komm, zieh deine Bide. Ich hab. Bring mir deinen Arena-Leiter. Du, was mit dir? Karate-König, komm her, zeig mir, was du drauf hast. Komm. Komm du nur her, mein Freund, komm du nur her. Shido, sag mir, Shido. Du bist ein Karate-König und packst einen Georock aus. In welchem Universum hat Georock was mit Karate zu tun? Das ist nicht mal ein Kampf-Pokémon. Du dummer Noob. Du dummer Noob, du. Ah, sag mir. Sag mir. Warte, ich mach mal ganz kurz mein Licht an. Mir ist da ein bisschen zu viel Schatten gerade da. So, Dele. So ist besser. Was? Giovanni, komm du näher, Junge. Komm du näher. Ich geb dir den Slow-Mo Walk. Der WWE Walk. Ja, mit deiner Stability-Card. Junge, ich brech dir so dein Grinsen. Wie nah muss ich kommen? Steh doch wenigstens auf, Mann! Wie cool der tut. Wie nah ich kommen musste. Steh doch wenigstens auf. Ja, träumst du? Hallo? Auf einmal aufgestanden, keiner weiß. Willkommen mein Versteck, ja krasses Versteck, du.
Ja, komm. Ambrose wie vorhin schon, bla bla bla. Letztes Mal habe ich noch zugegangen, doch heute hab ich gehen. Junge, komm einfach bitte. Nun denn auf ein neues. Pass auf deine Nase auf, sonst mache ich zu Voldemort 2.0. Ja, komm du ne, Junge, komm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erinnerte Giovanno. Dick Tri. Es geht los, Totok. Easy One-Shot. Hast du keine anderen Pokémon oder was? Heute Ede, mein Freund. Heute Ede. Heute ist geschlossen. Das sage ich dir. Nidoking. Ich hab was. Bring mal die. Ah, ich hab Totok. Komm. Nidoking. Der hat's überlebt, was? Aua. Der hat's legitimately überlebt, Torino. Boah, Knoggers Level 59. Izeros, Bisaflor, it's your turn. Komm zurück, Bisaflor. Totok. Ich so, Bisaflor. Dummer Noob, du. Ja, hast richtig gehört, du bist ein Noob. Wie kann so eine 8 Arena-Leiter sein? Sag mir. Oh. Wie kann so eine Arena-Leiter sein? Wie? Sag mir. Junge, ist vorbei. Sieht so witzig aus in der Kaskade. Keiner weiß. Was? Die hat's überlebt. Junge, da ist die Tür. Hinter mir ist die Tür. Du dummer Noob, du. Okay, das ist hart, aber fair. Nee, komm, bitte gib mir 8000 Stones und raus mit dir. Ja, was jetzt? Du hast gewonnen, ja. Er hat auch eine Zeichen Anerkennung. Ja. Gut so bestellt schon mehr. Nice. Freunde, jetzt können wir zu Pokémon Liga. Erdbeben. Geil, gell? Und was macht? Was jetzt? Das war's. So schnell gibst du auf. Team Rocket aufgelöst. Ich verstehe nicht mal, warum du Team Rocket aufgebaut hast. So schlecht wie du bist. Ja, zisch ab, komm. Baust jetzt nicht auf. Das ist jetzt mein Thron. The Game of Ozaru. Hey, wieso kann ich nicht drauf? Oh mein Gott. Pikachu und? Was sagst du jetzt? Du kannst Pokémon-Liga. Richtig geil, oder? Richtig geil. Komm, Pikachu, let's go. Lass uns doch den Weg zur Liga bestreiten. Oh! Idee. Also wir werden den Weg zur Liga jetzt nicht machen, natürlich zur Siegesstraße. Aber wir bewegen uns mal langsam dahin. Damit wir dort aufhören können und im nächsten Part dort anfangen können. Genau dies. G
Gerrit! Nicht schlecht, Kollege. Mensch, damit habe ich echt nicht gerechnet. Tja. Ich meine, wer hätte gedacht, dass eine Pokémon-Arena mal als Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu. So geht das nicht weiter. Okay. Ich lasse mich normalerweise ungern auf irgendwas festnageln, aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lange gedrückt. Es ist Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen vernünftigen Arena kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Arena City. Nur wenn du gegen mich gewinnst, du Pisser, Alter. Hallo! Ich hab gewonnen! Also musst du gegen mich kämpfen, bevor du die Arena-Leiter wirst. Drück dich nur, drück dich nur. Wir sehen uns noch. Drück dich nur. Junge, Junge, drück dich nur. Wir sehen uns noch. Was für ein Frechdachs. Erst spuckt er größte Töne und dann will er nicht kämpfen, oder was? Bide. Bide, Freunde, Bide. So nicht. So nicht. So nicht. Aber geil, wir haben unsere 8 Orden erreicht auf jeden Fall. Krass, 8 Orden schon. Unglaublich. Unglaublich, ey. Richtig geil, richtig geil. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg, Freunde. Kommt sie. Kommt sie, kommt alle. Klocker, was sagst du eigentlich dazu? Bide. Klocker ist verwirrt, keiner weiß. Freunde, jetzt ist the legend, the walk of fame. It is the Victory Rodo from Pokémon Kanto BD. Also, was ist mit dir los? Hast du wieder verlaufen oder was? Oh, Anski, Anski. Ruf doch einfach an, schreib ein SMS. Puh, endlich habe ich eingeholt. Ich habe mir auch einen Erdbeer verdient. Innerhalb diesen paar Sekunden? Der will am Ende noch seine Bombe abholen. Warum lachst du so? Warum lachst du so? Tauboss. Der will halt legit noch seine Bombe abholen am Ende. So, ich verstehe so Menschen nicht. Hab doch Geduld. Warte doch, bis wir uns auf der Liga sehen. Was soll jetzt das? Wieso hast du so eilig? Asni, get some help. Luftschnitt. Au, ey, es hat echt wehgetan. Ach, Asni. Jetzt muss ich wegen dir wieder meine Pokémon heimgehen. Du bist doch ein unglaublicher Typ, Junge. Du bist doch ein unglaublicher Boy. Oh mein Gott. Totok. Hast du auch irgendwelche anderen Attacken in deinem Set oder wie sieht's aus? Junge, Junge. Komm, Surfer mit mir in der Runde. Oh mein Gott. Anski, so kämpfst du also? So kämpfst du also? So kämpfst du also, Anski? Oh je, ich hätte mehr erwartet. Ich hätte mehr erwartet. Es reicht, es reicht. Ich hab genug. Ich wollte diesen Move nicht auspacken, Anski, weil du mein Freund bist. Aber du hast mir keine Wahl. Hier kommt mein Swaggy Pikachu. Sattubel! Junge, Junge, wart's ab. Du bist schon ein bisschen frech geworden, Anski. Schon ein bisschen frech geworden, letzter. Solltest schon wissen, woher du kommst, ne? Zack raus, aber schnell. Gut so, Pikachu. Zack raus, aber schnell. Heide, nein! Und wen hast du jetzt? Giflor. Junge. Ich hab dich gewarnt, Arzki. Ich hab dich gewarnt, mein Freund. Ich hab dich gewarnt. Du lässt mir leider keine Wahl. Du lässt mir leider keine Wahl. Blitzer, komm her, komm her, komm her.
Junge, jetzt wärst du dein Blitzer ein bisschen trainieren gewesen, mein Freund. Junge, du bist echt frech geworden. Du bist echt frech geworden, mein Freund. Junge, Junge, bist echt frech geworden. Okay, okay, verstehe, verstehe. Okay. Wieso ziehst du diesen Kampf in die Länge, mein Freund? Wieso? Sag mir! Sag mir! Ah! Wieso ziehst du diesen Kampf in die Länge? Asni? Weißt du, wo du wohnst, mein Freund? Ich komm gleich rüber. Ich weiß, wo du wohnst. Pass auf. Ich komm gleich rüber. Der Ghost hat sich mittlerweile zu Knogger entwickelt. Genau das. Sayonara. Tschüss, Anski. Mach schön. Da ist die Tür. Ich komme immer noch gegen dich an, aber Anski, komm bitte. Bide? Bide? Hau rein, Anski. Wir sehen uns dann oben. Freunde, am Ende dieses Parts hat Anski noch seine Schelle bekommen. Deswegen lasst uns für diesen Part Schluss machen. Lol. Und dann sehen wir uns ab hier im nächsten Part wieder, Freunde. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna